Warum die meisten Immobilienmakler ein Piratenschiff aufbauen und kein wirkliches Unternehmen. In den letzten Jahren habe ich immer wieder eine Sache festgestellt, wenn ich mit Immobilienmaklern darüber spreche, hey, wie stellst du eigentlich Vertriebsmitarbeiter ein, wie vergütest du die Vertriebsmitarbeiter? Und da komme ich immer wieder auf eine Sache oder stolper immer wieder über eine Sache, nämlich, dass erstens Leute aus der Branche eingestellt werden, zweitens sehr hohe Provisionen gezahlt werden, für Mitarbeiter, die im Endeffekt nur einen Teil des Unternehmens machen. Und zwar, das, was dahinter steht, ist ja ein scheinbarer Irrglaube. Ich will das mal so kurz sagen. Nämlich, ich bezahle den Mitarbeiter nur dann, wenn er Erfolg hat. Und das ist schon, sorry, kompletter Unsinn. Punkt Nummer eins. Ich erkläre gleich auch, warum. Der zweite Punkt ist, bei dem Thema Leute aus der Branche einzustellen. Also wenn Menschen permanent den Job wechseln, frag dich doch mal ganz ehrlich, warum tut das jemand? Wenn die Person im Vertrieb so gut ist, warum wechselt die denn eigentlich permanent den Job? Von einem Makler zum nächsten Makler. Das nennt man Jobhopping, so ungefähr. Ja? Dann war ich da. Und komischerweise ist es immer der Makler gewesen, der schlecht war. Immer war das Unternehmen Käse. Ja? Solche Leute würde ich niemals einstellen. Und ich kann dir da draußen, wenn du wirklich ein Unternehmen aufbauen willst, nur raten, lass die Finger weg von solchen Leuten, weil diese Leute sind keine erfolgreichen Immobilienmakler. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, kommen wir mal zur Provision. Zuallererst mal ist es deine Aufgabe, wenn du als Immobilienmakler wirklich Unternehmer werden willst, mal genau hinzuschauen, was eigentlich die Struktur deines Unternehmens ist. Und mit Struktur ist gemeint, wie sieht zum Beispiel dein Organigramm aus? Also welche Rollen hast du an welchen Stellen? Wie baust du das Ganze auf? So. Und dann hast du natürlich logischerweise als Herzstück den Einkauf und den Verkauf und natürlich vorne die Akquise. Also Akquise, Einkauf und den Verkauf. So, und wenn ich natürlich selber kein System habe, also wenn ich keine Strukturen habe, keine Prozesse, kein System, dann stellen die meisten, also sehr, sehr viele Mitarbeiter ein, die ein Problem lösen sollen, was der Unternehmer selbst noch gar nicht gelöst hat. Also du hast zum Beispiel keinen Bock auf Einkauf, also willst du jemanden haben, der den Einkauf und den Verkauf macht. Ja? Und du hast es aber selber gar nicht systematisiert. Du hast keine sauberen, rundlaufenden Prozesse, ja, und sagst deshalb dem Mitarbeiter, der ja eine Provision, sagen wir mal 30% bekommen soll oder teilweise ja noch mehr, er soll dieses Problem lösen, soll sich die Objekte selber ranholen, er soll die Objekte selber einkaufen, also einen Alleinauftrag machen und er soll sie dann selber verkaufen. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das bitte schön für ein Unternehmen, das selber eigentlich nicht wirklich weiß, wie es rund läuft, wie es wirklich funktioniert, ja, und dann Leute reinholt, ja, die dafür bezahlt, das ist nichts anderes als ein Piratenschiff. Ja, also nach dem Motto, hey, da draußen auf der Schatzinsel, da ist der Schatz mit einem Haufen Gold. Ja, und letztendlich, wir heuern uns eine Crew an von Piraten und wir teilen die Beute. Ja, also ganz ehrlich, was ist denn das für ein Schwachsinn? So baust du niemals ein richtig gut funktionierendes Unternehmen auf. Fangen wir mal vorne an. Zuallererst einmal musst du als Unternehmer, musst die Nuss knacken, wie du an Objekte rankommst. Das ist mal das Allererste. Wenn du das schon nicht schaffst, ja, wenn du das schon nicht schaffst und am Ende des Tages Leads kaufen musst, ist das eine Bankrotterklärung an dein eigenes Marketing, an deine eigene Objektakquise. Schon mal eine Bankrotterklärung und zwar par excellence. Also zuallererst musst du genau lösen, wie das sauber funktioniert. Wenn du dann in der Lage bist, die Leads reinzuholen,
Also Verkäufer, die ihre Immobilie verkaufen wollen und bei dir eine Anfrage stellen, dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter. So, und jetzt verrate mir bitte mal, welches Argument sollte es haben, wenn ich den Gral habe, wenn ich weiß, wie es funktioniert? Also ich als Unternehmer weiß, wie du an Kunden herankommst. Warum sollte ich bitte schön mit irgendwem diese Beute, wenn wir es jetzt mal so nennen, ja, ist ein bisschen krass formuliert, aber warum sollte ich das mit jemandem teilen? Das ist doch totaler Bananenquatsch. Das ist so ein Blödsinn, das vorne und hinten nicht funktioniert. Also ich löse die Nuss, ich baue die Struktur auf, ich setze das System hin und dann kommen Leads. Also ich brauche Menschen, die die Arbeit, die ich erzeuge, ja, also ich sorge dafür, dass die Arbeit da ist. Und wenn ich weiß, wie ich an die Arbeit komme, also den Lead, dann bin ich auch in der Lage, den gesamten Prozess Akquise, Einkauf und Verkauf zu steuern. Das heißt, ich weiß genau, okay, das sind die Schritte, um an die Kunden, an die Leads ranzukommen. Das sind die Schritte, um den Alleinauftrag zu machen. Und das sind die Schritte, in meinem Unternehmen als erfolgreiches System etabliert, um Immobilien zu verkaufen. Und wenn ich das, diese Nuss geknackt habe, also das entspricht übrigens meiner Blaupause, weil ich diese Nuss sauber geknackt habe, sauber systematisiert habe, also kann ich dann sagen, alles klar, und jetzt hole ich mir Leute, die diese Arbeit machen, weil ich in der Lage bin, und das ist das Schöne dabei, ich bin in der Lage, genau vorherzusehen, welche Arbeitsschritte müssen von wem wie erfolgen, damit am Ende des Tages ich einen Menschen einstelle, der genau diese eine Rolle, diesen einen Job ausfüllt. Und dann hole ich mir die Person und bilde sie aus, dass sie diesen einen Bereich sauber erledigt. Und zwar genau so, wie ich das vorgebe. Und dann kann ich die Person auch bezahlen mit einem Festgehalt und vielleicht gerne auch einem Provision oder einem Bonus, aber doch nicht prozentual am Gewinn, also an der Provision beteilige. Für was, bitteschön? Jetzt wirst du dir vielleicht die Frage stellen, ja, aber dann bilde ich den aus und dann geht der irgendwann weg. Ja? Ja, das wird er nur dann tun, wenn du ihm alles überlässt. Weil dann wird er ja irgendwann sehr schnell merken, ey, warum soll ich denn bei dem arbeiten, bei diesem Menschen da? Macht doch gar keinen Sinn, weil der hat kein System, der hat keine Strukturen, der hat keinen Prozess. Ja, und das kann ich auch alleine, dann habe ich wenigstens 100% der Provision. Also Piraten, und das wirst du in jedem Piratenfilm auch als Ergebnis haben, ja, dass sie sich am Ende die Köpfe einschlagen. Ja, wer kriegt jetzt am meisten von der Beute ab? Ja, und wenn dann 10 Leute sich die Beute teilen, ja, dann werden die Cleversten darunter sagen, ja, pass mal auf, 2 sind clever, 8 sind dumm wie ein Brot. Ja, dann machen wir doch, dann sorgen wir doch einfach dafür, dass wir die 8 wegkillen. Ja, dann bleibt der, dann brauchen wir den Schatz nur durch 2 teilen. Ja, und die 2 hauen sich dann wieder die Köpfe ein, weil sie sagen, pass mal auf, du bist auch noch einer zu viel. Dann rasiere ich dem auch noch den oder schlag dem auch noch den Kopf ab. Dann heißt die Beute für mich alleine. Das ist nämlich genau das Spiel, was draußen gespielt wird. Ja, also ein Hauen und Stechen um dann die Provision. Und das Endergebnis ist nur eins, dass der einzelne Makler, der einzelne, mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Umsatz machen will. Und jetzt stell dir mal vor, na, du gibst jemandem 30% oder 40% Provision und du hast jetzt eine Immobilie, sagen wir mal beispielsweise, die eine Provision von 30.000 Euro abwirft und du gibst 30% weiter, dann sind das 9.000 Euro. Also wenn jemand 9.000 Euro in einem Monat verdient, ja, und hat vielleicht mal eine Woche dafür gearbeitet oder anderthalb, frage ich dich, mit welcher Begründung soll diese Person in irgendeiner Weise hoch motiviert sein, mehr zu machen als eine Immobilie? Heißt nichts anderes als, das System ist das, was letztendlich funktionieren muss und nicht der Einzelne. Das System sorgt dafür, dass eine klare Richtung der Arbeit da ist, nämlich nach vorne.
Und du sorgst durch das System dafür, dass möglichst viel von der Arbeit da ist, also viele Leads reinkommen. Und damit bist du derjenige, der dafür sorgt, dass deine Firma floriert. Und du musst raus aus der Abhängigkeit von einzelnen Personen, die dir am Ende des Tages dann Druck machen oder sagen, ja, ich habe zu wenig Provision oder sonst irgendwas. Du bist der Besitzer der Struktur, du bist der Besitzer der Prozesse, du bist der Besitzer des Systems und nicht der einzelne Pirat auf deinem schönen großen Piratenschiff. Das ist einfach nicht smart. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du das Piratenschiff an sich sofort aus deinem Kopf verbannst und hingehst und ein wirkliches, schlaues Unternehmen aufbaust. Und das kann ich dir sehr genau zeigen, und zwar anhand eines einfachen Beispiels. Wenn du nämlich oben mal reinschaust, also oben, der oberste Punkt ist das Ziel, wie viel Provision du im Jahr, also wie viel Umsatz du im Jahr mit deinem Unternehmen machen möchtest. So, dann geht's ja los. Wenn du so und so viel Umsatz haben willst, dann musst du so und so viel Verkäufe tätigen, dann brauchst du so und so viel Leads dafür. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Monaten für die Vermarktung brauchst, sagen wir mal 2 Monate, ja, dann ergibt sich daraus eine bestimmte Anzahl an Objekten, die du immer haben musst, also über einen Monat und übers Jahr als Objektbestand, immer im Vertrieb haben musst, damit du dein Ziel erreichst. Jetzt geht es aber erstmal richtig los, nämlich was sind die Kosten, die du einsetzen musst, also für Werbung und Marketing. Dann auf der anderen Seite, wie viel Geld musst du denn ausgeben, um die Objekte zu verkaufen, also reine Objektwerbung. So, das wiederum funktioniert aber nur, wenn du am Ende des Tages auch zum Beispiel ein Büro hast, ja, wo Mitarbeiter sich hinsetzen können, wo du Akquisekraft hast, wo du Vertriebsassistenzen hast, ja, wo du also ein Backoffice hast, die für den Vertrieb letztendlich die Arbeit vorbereiten und machen und dafür sorgen, dass alles professionell funktioniert. Ja. Ich glaube, du verstehst so langsam, wo wir hinkommen. Und dann hast du ja am Ende irgendwo einen ersten Überschuss. Ja. So, und jetzt geht es ja schon los, aber wo bleibst denn du? Als Unternehmer, weil du bist ja das ganze Jahr in Vorlage gegangen. Also was ist dein Risikoanteil, den du abschöpfst? Ja? Also dann geht es ja schon weiter. Unternehmerrendite, ja? Also was für eine Rendite willst du haben in deinem Unternehmen? Und irgendwann bleibt natürlich dann das Geld übrig und da musst du genau hinschauen, wie viel ist denn das eigentlich? Also nicht, du bist nachher in der Situation, dass ach, zum Glück, es bleibt etwas übrig. Ach, wie toll, ich als Unternehmer darf auch ein paar Euro verdienen. Nein, das ist kompletter Blödsinn, sondern du musst die Rechnung andersrum aufbauen und dann kannst du erst entscheiden, wie viel geht dann an den Vertrieb? Wie viel kann denn überhaupt noch für den Vertrieb da sein? Und glücklicherweise habe ich für solche Dinge Berechnungsvorlagen etc. pp., die gibt es dann bei mir im Coaching, wo ich genau aufzeige, pass mal auf, so und so und so musst du das machen, das und das sind die Berechnungswege und dann wirst du ganz schnell erkennen und ganz schnell merken, dass also es einen himmelweiten Unterschied gibt zwischen einem Piratenschiff und einem wirklichen, also dem Aufbau eines echten, funktionierenden Unternehmens. Und wenn du da Bock drauf hast, dann solltest du jetzt ganz schnell hier ein Abo dalassen für diesen Kanal und vor allen Dingen hier in der Infobox dein kostenfreies Strategiegespräch buchen, ja, damit wir mit dir mal in den Ring steigen können und genau anschauen, ey, wo geht denn eigentlich die Reise hin? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht den ein oder anderen Impuls und Erkenntnis in diesem Video hier hattest. Da wäre jetzt wirklich die höchste Zeit, dem Ganzen mal tief auf den Grund zu gehen, dass du das ganz anders aufbaust, als du das möglicherweise bisher gemacht hast. Und da ich weiß, dass tatsächlich über 80% der Makler draußen noch immer mit diesen altbackenen, völlig überholten, völlig verirrten Methoden arbeiten, die nichts mit wirklichem Unternehmertum zu tun haben, solltest du da einfach mal jetzt ganz einfach umdenken. Das wird dir auf jeden Fall helfen, richtig nach vorne zu kommen. Und wie gesagt, folge mir gerne auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn und wo sonst überall noch.
Und ich freue mich auf dich, dich bald mal persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne alles Gute, bis dahin, ciao.